Wie verschiedene Medien zuletzt berichteten, macht Ex-Barca-Star Dani Alves Geschäfte mit signierten Trikots im Gefängnis. Im Gegenzug für die signierten Trikots soll der Brasilianer dafür Zigaretten und andere Belohnungen erhalten von seinen Mitinsassen. Ein Vermittler sammelt die Trikots für die Insassen ein und gibt sie dann an Dani Alves, der sie unterschreibt. Ex-Barca-Star Dani Alves sitzt seit Januar 2023 in Spanien im Knast aufgrund einer Vergewaltigungsanklage. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er das Gefängnis in naher Zukunft wieder verlassen wird. Möglicherweise wird Alves bald sogar zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.